Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen keltischen Sonntag wünsche ich euch und natürlich ganz besonders dir. Wir haben im falschen Kalender einen Donnerstag, was natürlich ein Blödsinn ist. Und ja, tatsächlich, der Astrowolf macht wieder Horoskope. Wer hätte das gedacht? Und ich habe mir gedacht, wir nehmen ein kleines Horoskop, dass ich nach diesen gefühlten 2 Jahren der Abstinenz sozusagen wieder hineinkomme. Wir nehmen uns den Mond im Skorpion vor. Ja. Sollte auf 0 Grad stehen, 0 Minuten, passt perfekt. Und er parkiert sich um 13.23 Uhr in das Sternzeichen Skorpion ein. Und das ist ein intensives Horoskop, denn wir erkennen auf den ersten Blick, dass wir auch ein Mond-Pluto-Quadrat mit an Bord haben, was natürlich die Aussage eines ohnehin schon intensiven Mondes im Skorpion noch einmal multipliziert. Also kein leichtes, kein einfaches, kein Horoskop aus dem Land des Lächelns, eher aus dem Land des Hechelns. Schauen wir uns mal an, Mond im Skorpion steht grundsätzlich natürlich für große Intensität. Es ist alles sehr, sehr dramatisch, großes Leiden, Unzufriedenheit, Rachegefühle, natürlich im Zusammenhang mit der Bevölkerung. Und hier geht es natürlich auch um das Thema Macht bzw. Machtmissbrauch. Und natürlich durch eine Mond-Pluto-Quadratur erkennen wir auch natürlich das Opferthema. Das heißt, wir werden uns hier mal das vierte Haus auch ein bisschen näher anschauen müssen, logischerweise. Und naja, im vierten Haus befindet sich auch nahe der Spitze des vierten Hauses auf, was habe ich aufgeschrieben, 21 Grad 41, der rückläufige Chiron. Ja. Da versucht man Heim und Hof, Heim und Haus und Maus und Kind und Kegel und Familie zu beschützen, aber die Rückläufigkeit zeigt uns, dass es irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also das heißt, es entgleitet den Menschen sehr, sehr viel. Wir sehen Spitze viertes Haus im Widder auf Skorpion geraden, also doppelt marsianisch gestellt. Ja, die Klingonen wohnen nur eine Haustür weiter und der Mars als Herrscher von 4 im 7. Haus zeigt mir natürlich, dass die Menschen auf der ganzen Welt aufgebracht sind. Das 7. Haus ist sozusagen der Rest der Welt. Erstes Haus ist Deutschland, von mir aus Mitteleuropa, das ist der Rest der Welt. Und dass hier eben die Menschen überall auf der Welt schon sehr, sehr, wie man sagt, also auf Hochdeutsch, glaube ich, Wurlat heißt das, also sehr nervös sind. Und das erkennen wir auch an dem Quadrat zwischen Merkur und Mars. Ja, du kannst jetzt sagen, der Merkur ist von der Sonne verbrannt, ist mir aber herzlich egal, weil Merkur-Mars-Quadrat bedeutet, dass die Leute schon sehr, sehr wütend sind. Also das heißt, hier wird schon mit Worten nicht mehr ganz so sorgsam umgegangen, wie das der Merkur in der Waage natürlich anzeigt. Merkur in der Waage, alles ist lieb, nett und wir wollen nicht streiten, wir schütteln uns jetzt die Hände und so weiter. Na, das ist weit gefehlt, überhaupt nicht. Ja. Das Quadrat zu Mars baut sich wunderschön auf, also da können wir noch einiges weltweit erwarten. Wir sehen, wie gesagt, ein skorpionischer Mond, der natürlich auch bedeutet, dass die Menschen jetzt Opfer bringen müssen und dass sie sich aber jetzt auch aktiv einbringen müssen, denn der Mond im 10. Haus zeigt mir natürlich, dass die Menschen jetzt sozusagen auch in die Verantwortung genommen werden. Also das heißt, es schaut so aus, als würde es jetzt ernst werden. Ja, und der Ernst ist mittlerweile 6 Jahre alt. Also das heißt, wir haben hier diese starke Besetzung des 10. Hauses, wie ich immer gesagt habe. Wenn Steinbock-Energie steht fürs 10. Haus und Skorpion-Energie zusammenkommen, dann wird es grausam. Ja, das ist leider so eine Beobachtung von mir, kann man dann rückblickend bestätigen oder auch nicht. Und wir sehen auch weiters, die Venus, Geburtsregentin der Sonne in der Waage, befindet sich im 11., also Spitze 11. Haus. Ja. An sich ist sie hier sehr, sehr kollegial, sehr, sehr gut im Umgang mit anderen Menschen, mit großen Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel Parteien. Hier geht es auch das 11. Haus um die Europäische Union. Also das heißt, man ist sehr umgänglich, sehr freundlich und lieb und nett miteinander, aber der Dolch im Gewande ist verborgen im Sternzeichen Skorpion. Und hier erkennen wir natürlich die Venus, Herrscherin des 5. Hauses und Herrscherin des 10. Hauses. 5. Haus Spitze im Stier, 10. Haus Spitze in der Waage. Ja, alles sehr spitz. Und natürlich, Skorpion hat auch einen Stachel. Das heißt, wir erkennen hier Machtkämpfe. Ja. 10. Haus, da geht es um die Herrschaft. Und 5. Haus kann sein angeregt, intensiv oder kann auch für die Eliten stehen. Wie auch immer, hier haben wir es in der Europäischen
Europäischen Union offensichtlich schon mit Machtkämpfen zu tun und die können schon ganz schön destruktiv sein. Und hier sehen wir natürlich auch Pluto als Herrscher des 11. Hauses im 2. Haus und da erkennen wir natürlich, was ist der Casus Knactus, also sozusagen der Knackpunkt, das ist das Geld. Am Gelde hängt es, zum Gelde drängt es. Mit Spitze, 2. Haus im Steinbock, ist das eher eine Trockenmilchbar. Also da wird das Trockenmilchpulver ins Glas gebröselt. Also das schaut nicht so gut aus. Schauen wir mal. Spitze, 2. Haus, 25 Grad, 46. Das sind natürlich impulsive Wassermann-Grade. Und naja, also das heißt, hier könnte natürlich, ja, ich habe gesagt, Wassermann gerade im Zusammenhang mit dem 2. Haus steht immer fürs digitale Geld, würde ich aber für so ein kleines Mondhoroskop jetzt nicht zu weit, also ich möchte jetzt nicht den Bogen zu weit spannen, so ein Horoskop hat im Prinzip ja nur eine Gültigkeit von 2,5 Tagen und zeigt uns eher nur die aktuelle Stimmungslage auf. Gehen wir stimmungsvoll weiter, Herrscher von 2 an der Spitze des 3. Hauses, das heißt, wir erkennen auch hier, dass das Geldthema derzeit massiv Wirtschaft, Handel und Industrie aktuell beeinflussen und wir sehen auch hier im Geburtsregenten Jupiter, Herrscher des 1., aber auch Herrscher des 12. Hauses, Spitze 12. Haus auch im Schützen, erkennen wir hier eben Deutschland, welches hier im internationalen Rahmen wieder mehr Bedeutung haben möchte, welche sich, wie man sagt, jetzt jovial formuliert, wichtig machen möchte und wir erkennen, dass das unter der Rubrik erfolgreich scheitern einzuordnen ist. Warum? Wir haben hier, wenn wir diese beiden Zahlenwerte zusammenrechnen, bitte, ich habe es im Taschenrechner schon vorgerechnet, weil das ist für mich doch eine etwas schwierige Rechenoperation. 14 und 28 ergibt addiert zusammen die 42. 42 dividiert durch 2, es ist mit den Händen leider nicht mehr ausgegangen, also die Finger haben da nicht mehr ausgereicht, aber 42 dividiert durch 2 laut Taschenrechner 21 Grad, naja, und 21 Grad ist der Wert von Jupiter. Das heißt, wir haben ein ziemlich exaktes, ja, Quadrat Jupiters in die Halbsumme von Saturn und Neptun. Und das ist sozusagen wollen, aber nicht können. So vielleicht in Abwandlung an das Lied Ich will, aber ich trau mich nicht, würde es eher lauten Ich will, aber ich kann leider nicht. Ja. Also das heißt, können ist nicht gegeben, aber das Wollen ist sehr ambitioniert, das Wollen, aber es funktioniert nicht. Ja. Kann natürlich auch bedeuten, dass hier auch, 7. Haus steht auch für militärische Konflikte, ja, natürlich. Erkennen wir hier auch den Nahostkonflikt, der derzeit läuft, ja, meines Erachtens eindeutig über das Mars-Quadrat, Merkur, 9. Haus, Mars im 7. Haus, Krieg, würde das meines Erachtens eindeutig aufzeigen, aber das ist eine andere Geschichte. Wir waren hier bei Jupiter, Halbsumme, Saturn, Neptun stehen geblieben. Saturn als Herrscher des zweiten Hauses steht für Geld und sozusagen die Fähigkeiten, das Potenzial und das 3. Haus eben Neptun beherrscht rückläufig. Meines Wissens ist der Saturn auch rückläufig. Ist er rückläufig? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Da ist er, der Saturn ist hier. Und Neptun ist auch rückläufig, also das heißt, das ist Wahnsinn. Also da spült er sich grausam ab. Und wir haben den Jupiter schon in Vorbereitung seiner eigenen Rückläufigkeit. Das heißt, am 9. Oktober wird Jupiter dann selber rückläufig. Also das heißt, das ist zum Scheitern verurteilt. Ja. Kann natürlich auch bedeuten, dass hier die Beteiligung, ja, an diversen militärischen Aktivitäten im Osten zum Beispiel, dass das sehr teuer wird. Ja. Also das wird sehr teuer und die Wirtschaft, die bläst, die pfeift aus dem letzten Loch. Also das heißt, das geht sich nicht mehr ganz aus. Also schaut nicht ganz glücklich aus. Aber sei es drum. Dafür wird der Pluto in wenigen Tagen, am 12. Oktober, wird er dann direktläufig. Na, dann schauen wir mal, was er so drauf hat, denn er steht im Steinbock und in seiner Direktläufigkeit, 29 Grad 39, wird er dann oben in den Chefetagen ein bisschen mit der Sense durchmarschieren. Also das heißt, da wird der Sensenmann, dem Saturn ist üblicherweise, aber ist egal. Pluto hat auch schöne Fähigkeiten, das ist eher die Dampfwalze. Also die Dampfwalze wird dann hier interessante Dinge inszenieren. Ich bin schon neugierig auf das Horoskop. Es steht zwar ein Zahlenwert drinnen in den Ephemeriden vom 12.10. Ich werde das Horoskop auch ausarbeiten, aber immer bedenken, Pluto ist so langsam, dass es sehr, sehr schwer ist, ein exaktes Horoskop auszuarbeiten. Wir haben hier beim gefühlsintensiven, leidintensiven Mond im Skorpion,
Pluto-Quadrat haben wir gleichzeitig auch dieses legendäre Wassertrigon zwischen Venus, Mars und Saturn. Und das zeigt uns natürlich große, große Emotionen. Also das heißt, hier im ganzen Land und auf der ganzen Welt und überall, sogar wahrscheinlich bis in den Weltraum hinauf nach Melmark, werden die Gefühle intensiver werden. Aber weit gefehlt, wenn man glaubt, ja, jetzt beginnen die Menschen auf den Straßen in Tränen auszubrechen. Nein, das glaube ich nicht. Wie wir das als Hobbyastrologe, wie ich das immer wieder beobachtet habe, dass hier 1, 2, 3, 4, 5 Planeten, also diese drei Wassertrigonplaneten plus Mond im Skorpion plus Neptun in den Fischen, dazu führen, dass man eher den Harten spielt, dass man jetzt eher auf stark, ja, Stefanie Werger, stärker wie Raffösen. Also das heißt, hier will man die Gefühle nicht zeigen, hier will man nur noch Härte und Stärke zeigen. Naja, und Spitze viertes Haus im Widder, auf Skorpion gerade, das hat schon Zeug zum, naja, zum Gassenhauer. Also das könnte schon mal Gassenhauer, schauen wir mal. Spitze drittes Haus in den Fischen, aber mit Saturn auf der Spitze des dritten Hauses. Also das würde mir mal zeigen, dass in den nächsten 2,5 Tagen jetzt auf den Straßen keine Revolution ausbrechen wird, aber trotzdem sehen wir, was wir sehen. Also das heißt, wir sehen, hier ist noch eine Blockade, eine Hemmung. Und natürlich, Saturn Spitze drittes Haus steht auch, dass das Thema, also auch dafür, dass das Thema Wirtschaft jetzt sehr, sehr heikel ist, ja, dass das sehr im Fokus der Aufmerksamkeit steht. Und natürlich könnte es auch sein, ja, Saturn und drittes Haus, das hat schon den Beigeschmack, klar, das steht immer für Wortkargheit, aber es könnte schon einen leichten Paradigmenwechsel bringen, vielleicht. Ja, das ist von mir natürlich auch, gebe ich zu, Wunschdenken vom Astrawolf, aber er hofft schon sehr lange, schon seit vielen Jahren, dass endlich einmal die Wahrheit herauskommt. Ich weiß, das werden wir aus den Massenmedien niemals erfahren, aber vielleicht auf YouTube oder an anderen Kanälen irgendwo, wer weiß, wie auch immer, schönen guten Abend. Auf jeden Fall tut sich etwas, an der Wahrheitsfront tut sich sehr, sehr viel. Ich schaue, ob ich hier eine Halbsumme übersehen habe, kann durchaus sein, aber zwischen Merkur, Venus und Mond wird selbige jetzt nicht allzu aufregend sein. Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch in diesem Horoskop? Wir können hier natürlich diese Besetzung, ja, Verbrennung des Merkurs. Merkur wird verbrannt, ja, von der Sonne. Können wir natürlich auch in Zusammenhang mit dem Wilden Westen, mit den Vereinigten Staaten von Amerika bringen. Ja? Nämlich Sonne. Eingeschlossene Herrscherin des achten Herrscher, Sonne eingeschlossener Herrscher des achten Hauses, in Konjunktion mit neuntem Haus, verbrennt das neunte Haus, zeigt mir, dass es in den USA derzeit große Schwierigkeiten gibt. Also das heißt, die kommen auch nicht mehr aus dem Lachen heraus. Ist halt so. Und wir erkennen hier natürlich auch siebtes Haus, ja, das heißt hier militärische Auseinandersetzungen. Ja, militärische Auseinandersetzungen dürften auch hier den Vereinigten Staaten, 8. Haus, schwer zusetzen. Kann natürlich auch bedeuten, das 8. Haus steht für Machtspiele, Machtkämpfe, kann es natürlich auch bedeuten. Aber wir erkennen eher, meiner Beurteilung nach, dass es in den USA zu starken Auflösungsprozessen kommt. Und der Mond, hätte ich fast vergessen zu erwähnen, sozusagen einer der vorletzten Sätze dieses Videos. Ja, 5 Minuten haben wir. Also ich schaue mal auf die Uhr. Es sind schon 4 Minuten 59. Ich muss mich beeilen, dass es mit 5 Minuten gerade ausgeht. Wir haben den Mond als Herrscherin des 8. Hauses, aber auch als große Nebenherrscherin des 7. Hauses. Das heißt, wir kennen schon wieder militärische, kriegerische Auseinandersetzungen, ja, die verloren gehen, meiner Beurteilung nach. Das heißt, hier geht einiges verloren und das führt natürlich hier auch zu einer Art Krisenstimmung, ja, in der Führungsetage, 10. Haus. Ganz klar, meiner Beurteilung nach. Ja, also das kann man auch anders sehen, aber hier kann es jetzt natürlich auch hier in unseren Stadtsipatenkreisen zu Veränderungen kommen. Wie gesagt, bei einem kleinen Horoskop von 2,5 Tagen wird das natürlich nicht der Fall sein, aber wir sehen hier, dass die derzeit hier mächtig Druck haben, würde ich einmal so sehen. Also das heißt, hier haben wir mit Mond-Pluto-Quadrat, haben wir dort schon etwas wärmere Temperaturen. Gut,
Uranus, glaube ich, brauche ich jetzt nicht groß erwähnen, das wäre wieder hier Herrscher von 2 in 5, das digitale Geld, also dieses ewige, dieser Dauerbrenner, wo ich aber für ein 2,5-Tages-Horoskop, das können wir mal ausklammern, und wir sehen auch hier, dass es hier über diese schon wochenlange Halbsumme zwischen Uranus, Pluto und Neptun natürlich auch zu schwierigen Situationen, zu unklaren Veränderungen kommt, weil hier eben ein starkes Unklarheitspotenzial über Neptun drinnen ist und natürlich auch großer Raum für Fantasien und Wunschdenken und Kreativität. Also das heißt, Genaues weiß man nicht und das ist halt eben, das liegt in der Natur der Sache. Aber ansonsten, wie gesagt, ein intensives Horoskop. Mond im Skorpion ist immer intensiv. Als Herrscherin des 8. Hauses, der ist Anno, mit einem Quadrat zu Pluto, würde ich sagen, 100 Punkte, also von 98 möglichen. Ja, ansonsten schauen wir, würde ich sagen, auf die Zahlen einmal. Zahlen ist immer sehr wichtig. Wir haben morgen den 4. Oktober 2024. Das ergibt die 4, die 14, die doppelte 16, die 18, die 22 und noch einmal die 4. Interessant, dass diese Zahlenreihe auf zweierlei besonders hinweist. Einerseits auf die Herrscher, nämlich, na, haben wir es jetzt, hier die 4. Möglicherweise steht das für Mond im 10. Haus, dass hier eben jetzt das Herrscherprinzip Saturn stark angesprochen ist. Könnte sein, aber das ist jetzt für mich nicht so stark zum Ausdruck gebracht. Die 14, eine entbehrungsreiche Phase für die Bevölkerung, für die Menschen, ja, das würde es treffen. Mond im Skorpion mit Pluto-Quadrat. Mond steht immer für die Bevölkerung. Und hier gleichzeitig sehen wir auch Spitze 4. Haus auf Skorpiongraden. Und Mars als Herrscher von 4 in 7 zeigt, dass eben hier schon allgemein viel gestritten wird. Und natürlich kann man, wenn man das jetzt mundaner sieht, Merkur-Mars-Quadrat, Merkur steht auch als natürlicher Herrscher für das 3. Haus, kann auch bedeuten, das ist wie eine weltweite Aussage, dass wir weltweit sehr, sehr viele Auseinandersetzungen und Konflikte generell weltweit gesehen mit Nachbarstaaten haben, weil Merkur halt immer für Nachbarländer steht. Ja, bitte, wenn du heute noch nicht mit dem Nachbarn gestritten hast, ja, morgen ist auch noch Zeit. Also das heißt, wir haben noch ein paar Tage Zeit, um mit den Nachbarn irgendeinen netten Streit vom Zaun zu brechen. Themen gibt es ja genug, also das ist derzeit, glaube ich, kein Problem. Die 16 eben an 3. und 4. Stelle, Zusammenbruch, vielleicht ein bisschen übertrieben für dieses Horoskop. Den großen Zusammenbruch kann ich hier bitte nicht herauslesen, definitiv nicht, also keine Sorge. Bis am Montag, ja, wird noch alles, die Welt wird noch stehen, wird noch am Dienstag auch noch, wird es auch noch eine Milch einzukaufen geben. Die 18. Die 18 ist natürlich eine bemerkenswerte Zahl, weil es geht hier auch um das Ende der Täuschung, würde sehr gut passen zu Saturnspitze 3. Haus in den Fischen, ja. Das passt sehr, sehr gut, weil Saturn ist natürlich schon auch eine klare Linie, zeigt natürlich auch Auflösungstendenzen, keine Frage, kollektive Ängste, auch klar, natürlich. Aber hier erleben wir derzeit auch das Ende einer großen Täuschung, aber wie gesagt, für dieses kleine Horoskop vielleicht ein bisschen zu groß die Schuhe. Auch die 22 weisen eben auf das Thema Herrschaft und Machtausübung hin und das weist für mich eher in Richtung 11. Haus. Venus als Herrscherin von 10 in 11 Spitze 10. Haus auf Skorpiongraden. Auch hier ist das Thema Machtkampf schon angedeutet. Die zweite Zahlenreihe, aus meiner Warte betrachtet, die richtige Zahlenreihe, 12. Grad des 7. Monats Waage im Jahr 1742. Ja, 1742 plus 282, das sind die von Papst, jetzt habe ich seinen Namen, glaube ich, vergessen, ich glaube Silvester, genau. Ja, Silvester haben wir bald. Papst Silvester II. Und der hat uns eben fast 300 Jahre eingefügt, damit er eben als Papst das Jahr 1000 feiern kann. Wir haben die 12, die 19, die 20, die 27, die 31 und 2 ist die 33 und das ergibt die 6. Die 6 zeigt uns natürlich dann schon wieder die Auseinandersetzung und den Konflikt und ich schaffe es irgendwie auch das Bild so, naja, in die Mitte zu bekommen. Wir haben die Zahlenreihe, habe ich schon gesagt, genau. Die 12 an erster Stelle, die Welt steht Kopf.
wird die Welt Kopf stehen? Naja, wir haben derzeit eine sehr intensive Zeit. Wie gesagt, dieses Merkur-Mars-Quadrat hier im Deutschland-Horoskop Mars sinkt das Haus, zeigt uns auch Konflikte militärischer Art an. Logisch, das ist, Konflikte sind meistens militärischer. Und siebtes Haus steht eben auch für Krieg, würde genau passen. Krieg, neuntes Haus, naja, das ferne Ausland könnte sich ja mit dem Nahen Osten durchaus ausgehen. Die 19, die Sonne, eine große Schutzzahl, kann man zwar immer gebrauchen, ist die so stark, die Sonne spielt die als eingeschlossener Herrscher im neunten Haus eine so große Rolle. Naja, Sonne spielt immer eine Rolle, aber ich kann jetzt nicht diese überragende Stärke, bitte tut mir leid. Ja, wir haben einen Aszendenten Schütze, der hat mit der Sonne bestenfalls die Triplizität gemeinsam, also Sonne jetzt auf den Löwen bezogen und naja, Aszendent Schütze, Ungeduld, man will die Wahrheit wissen. Ja, es kann auch sein, die Sonne als eingeschlossener Herrscher des 8. Hauses im 9. Haus, dass derzeit jetzt viel Wahrheit ans Tageslicht kommt. Das hätte ich beinahe vergessen zu erwähnen. Die 20. Die 20 zeigt uns hier eine sehr schicksalsträchtige, eine sehr intensive Phase auf. Und das Gericht, ja, könnte durchaus passen. Die 27, der 200-prozentige, den Fleiß sehe ich jetzt nicht. Die 31, das die größte Machtausübungszahl, muss ich ehrlich sagen, sehe ich auch nicht. Ja, was sehe ich noch nicht? Ja, die 33. Die 33, die große Meisterzahl, die kann ich durchaus sehen, weil wir mit 5 Wasserplaneten so unglaublich viel Gefühlsintensität mit an Bord haben, dass man hier eindeutig seine Gefühle nicht zeigen möchte. Also das sagt uns ja die 33, also der Kasten hier geschlossen, die Herzeln, die wie Ping-Pong-Bälle, die fliegen da hin und her, Ping, Ping, Pong, 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 aber es tut sich nichts. Man will eben keine Emotionen zeigen, man ist der Harte, der Rambo schlägt zurück und der macht es clever mit der Mars-Energie, klar. Mein Onkel vom Mars, der ist im 7. Haus gelandet und wie gesagt, Merkur-Mars für mich ein sehr bestimmender Aspekt in diesem Horoskop, also von der Zeitqualität, also für mich jetzt der dominante Aspekt und zeigt uns natürlich hier auch unter den derzeitigen Kriegswirrnissen, die wir hier schön herauslesen können, mundan gesehen, großes Leid für die Menschen. Mond im Skorpion, Mond Pluto. Also leider, ich hätte gerne eine bessere Aussage gefunden, aber es ist halt so. Ich gehe mal direkt hier gleich auf unser Video über. Schauen wir mal, was wir hier heraushören können. Das Summen habe ich nicht drauf gekriegt, deswegen wird der Ton beseitigt. Zack, Ton ist weg. Bitte, um 19.50 Uhr, wenn du wieder unsere 1, 2, 3 magischen Minuten visualisieren kannst, derzeit ist Frieden so wichtig, bitte wieder auf Frieden fokussieren. Die Lichtkuppel für dein eigenes Haus, für deine Wohnung, für die Stadt, wo du lebst, für Deutschland, für Österreich und für Luxemburg, für die ganze Welt. Also das heißt, bitte möge Frieden auf der ganzen Welt herrschen. Kriege haben noch nie irgendeine Lösung gebracht, sondern nur unendlich viel Leid. Es bringt gar nichts. Bringt uns nur wieder in die Emotionen, bringt uns weg vom spirituellen Weg, weg von der Befreiung und wir wollen wieder zurück in die Freude, zurück in den Frieden. Aber wie gesagt, wie ich das auch immer wieder betont habe, wir werden noch eine bisschen Wegstrecke vor uns haben, aber heute ist heute, machen wir aus diesem keltischen Sonntag bitte das Allerbeste und wie gesagt, 3 Minuten ab 19.50 Uhr, du kannst gerne auch länger oder zu anderen Zeiten visualisieren, entscheidend ist nur, dass du für dich sehr angenehme Bilder siehst, dass du in die Freude gehst und dass du dich dann dabei gut fühlst in dem Sinne. Alles Liebe und einen großartigen keltischen Sonntag, dein Astrowolf. Ende.